Hallo, liebe Gläubige, Freunde und wenn auch Zähnekirchen, Ungläubige. In diesem kurzen Video möchte ich darlegen, warum eine Burka nicht nur für Frauen, sondern auch für Männer sinnvoll und wünschenswert ist. Bekanntlich dient die Burka in so religiös fortschrittlichen Ländern wie Afghanistan und Pakistan, aber auch Saudi-Arabien dazu, die Frauen zu schützen vor unzüchtigen Blicken der triebhaften Männer. So weit, so gut. Nun gibt es in der Bevölkerung aber auch ungefähr 5-10% Homosexuelle. Diese Zahl ist eher untertrieben und gilt für alle Kulturkreise. Es gibt keinen vernünftigen Grund anzunehmen, in arabischen und anderen islamisch geprägten Völkern sei dies anders. Wie fühlt sich zum Beispiel ein schwuler Mann beim Anblick eines unverschleierten Mannes? Sexuell stimuliert natürlich, was denn sonst? Deshalb ist es notwendig, dass alle Männer in der Öffentlichkeit eine Burka tragen. Es darf nicht sein, dass der zügellosen Unzüchtigkeit der homosexuellen Männern noch Vorschub geleistet wird. Sicher könnte man dieses Problem umgehen, indem allen Schwulen und latent Schwulen der Kopf mit einem sauberen Schwert abgehackt wird. Wahlweise könnte man auch Steinigung vorsehen. Aber ich will hier keiner Massentötung das Wort reden. Deshalb ist das allgemeine Tragen einer Burka die bessere Alternative. Es muss allerdings gesichert sein, dass man nicht sofort sieht, ob der Burka-Träger ein Mann oder eine Frau schützt. Sonst fühlt sich womöglich zum Beispiel ein Mann gleich unnötig erotisch angeregt, wenn er weiß, wer in diesem Kleidungsstück steckt. Ich möchte hier noch ein anderes Problem ansprechen, das meinen frommen Gefühlen sehr am Herzen liegt. Ich meine das Sprechen in der Öffentlichkeit. Sehr oft zum Beispiel fühlen sich Männer durch die erotischen Stimmen der Frauen sexuell erregt. Dadurch werden nur unkeusche Gedanken und womöglich unzüchtige Handlungen angeregt. Dies muss nicht sein. Deshalb schlage ich vor, dass verboten wird, in der Öffentlichkeit zu sprechen. Wenn sich dies scheinbar nicht vermeiden lässt, zum Beispiel bei Behördengängen und Einkäufen in Geschäften, gibt es eine ganz einfache Lösung. Jeder kann das, was er zu sagen hat, auch auf ein Blatt Papier aufschreiben und seine Mitteilung dem Mitbürger zeigen. Selbstverständlich sollte der Mitteilende dabei Handschuhe tragen. Zum Beispiel könnten auch anmutige Frauenhände die Gefühle der Männer nur verwirren. Wie ist es mit dem Sprechen in der Öffentlichkeit in nur Männergruppen oder nur Frauengruppen? Selbstverständlich gilt auch hier das Sprechverbot. Die Erlaubnis kann nur gelten, wenn nach sorgfältiger Prüfung wirklich sichergestellt ist, dass keine Schwulen und Lesben in der Nähe sind, die durch sie für sie erotischen Stimmen nur unnötig zu unzüchtigen Gedanken verleitet werden. Jetzt bist du aber inkonsequent. Auch durch deine Stimme fühlt sich vielleicht so mancher Zeitgenosse oder Zeitgenossin unnötig erotisch stimuliert. Und du redest ununterbrochen.